Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde. Ein Gedicht von Friedrich Rückert, das Christian Riedil bis 1985 in seinem Septett für Flöte, Oboe, Fagott und Streichquartett verarbeitet hatte. Klassisch anmutend bricht er in seinen Kompositionen auch die Lanze für die moderne Musik. Ansonsten aber ist das eine Mischung, wie der Name schon sagt, zwischen sehr heiteren Abschnitten und sehr tief traurigen Abschnitten. Aber immer mit so einem gewissen Augenzwinkern. Also man soll das nicht irgendwie so schrecklich ernst nehmen. Das ist überhaupt ein Punkt, der mich manchmal stört bei der neuen und neuesten Musik, dass ein bisschen der Humor fehlt. Da haben es die Franzosen manchmal ein bisschen leichter wie wir. Gell? Das Ensemble Der gelbe Klang spielte an diesem Abend auch Günter Bialas, der Riedil von 1964 bis 1968 an der Hochschule für Musik und Theater München unterrichtete. Möglicherweise auch mit Auswirkungen auf die Kompositionen des lebensfrohen Jubilars. Und so ist auch seine Musik, das ist immer wahnsinnig spritzig. Es ist auch rhythmisch sehr vertrackt. Man denkt dann immer, ja, wunderbar, ist überhaupt kein Problem. Und dann wird der 7/8-Takt aber auf einmal bei jedem anders strukturiert. Und auf einmal wird die Musik total wild und super modern, weil man keine rhythmischen Konturen mehr erkennen kann. Mit dem Programm eine Komposition von Isabel Mundry, aktuell Professorin an der Hochschule für Musik und Theater. Ein Werk der Studentin Abigail Wager und Anna Korsun mit diesem ganz modernen Werk, das den Titel Plexus trägt.